Hey Leute, ich komme jetzt direkt aus der Uni und mache jetzt noch schnell dieses Video, weil ich ziemlich happy darüber bin, dass ich gestern dann für mich ein kleines Anfängerproblem, so möchte ich es mal nennen, gelöst hat. Und zwar war es so, dass ich meine Pfeife meiner Meinung nach immer recht ordentlich gestopft habe und auch gut angezündet. Dann habe ich mich hingesetzt, habe sie ruhig und in Ruhe schön genüsslich geraucht. Hatte aber immer das Problem, dass sie immer zu ausgegangen ist. Das war nicht nur ein paar Mal, so wie es ja vielleicht in Ordnung ist, sondern das waren so 12, 15, vielleicht auch mehr Mal. Und so macht das Rauchen natürlich keinen Spaß und so auch mir nicht. Ich habe hin und her überlegt und dieses und jenes, verschiedenste Stopfmethoden ausprobiert und fester gestopft, lockere gestopft, hin und her. Konnte das Problem aber nicht wirklich lösen. Positiv an der ganzen Sache war natürlich, dass ich mich mit vielen Stoffmethoden auseinandergesetzt habe und dabei die Eigenarten dieser Stoffmethoden vielleicht auch ein kleines bisschen erproben konnte. Aber dazu dann gleich noch mehr. Ja, wie eben gesagt, das Problem hatte sich erstmal nicht lösen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, fragst du mal jemanden, der sich damit vielleicht auskennt. Habe also einen Ralf, einen Rally Grufti, hier auf YouTube eine Nachricht geschrieben und mal gefragt, weil ich da sowas im Hinterkopf hatte, vielleicht hätte es ja daran liegen können, was er denn für eine Zugfrequenz beim Rauchen hat. Damit meine ich so, wie viele Züge pro Minute oder wie viele Sekunden vergehen so pro Zug. Natürlich, und das hat er mir ja auch gesagt, ist das von der Erfahrung und von jedem Pfeifenraucher selber abhängig. Aber ich wollte mal so einen kleinen Hinweis haben. Und da meint er schon, dass er so, wenn er vielleicht im Gespräch ist und so weiter, an der Pfeife so alle 15 Sekunden nippt. Das hat mich schon mal auf die Spur gebracht, weil ich vorher an meiner Pfeife nur so alle 30 Sekunden oder vielleicht auch mal mit mehr Zeit dazwischen gezogen habe. Weil ich eben dachte, okay, du sollst die Pfeife ruhig und kühl rauchen und ne, nicht zu hastig. Ich habe dann auch mal den Danilo angeschrieben per PN. Der hat mir das Gleiche gesagt, dass meine Rauchfrequenz eigentlich zu gering ist und dass wahrscheinlich die Pfeife dadurch immer ausgeht. Ja, und so habe ich dann gestern einfach mal angefangen, häufiger an der Pfeife zu ziehen. Und siehe da, die Pfeife ist nicht ausgegangen. Also sie ist schon einmal ausgegangen, aber das war ein Moment, wo ich mich dann mal fix um meine Tochter kümmern sollte. Ich habe sie dann wieder angezündet und es ging wunderbar. Ohne dass sie heiß geworden ist. Ja, also Problem gelöst. Es lag einfach daran, dass ich zu wenig oft an der Pfeife gezogen habe. Solche Probleme hat man als Anfänger auch. Nicht nur die, dass es heißt, man zieht zu schnell an der Pfeife. Das wollte ich euch nur mitteilen, weil es mich sehr glücklich macht, dass es jetzt alles so gut funktioniert. Ich war selber überrascht, dass ich echt zu langsam an der Pfeife ziehe, dass meine Zugfrequenz dann doch zu gering ist. Um dann nochmal auf diese ganzen Stopfmethoden zu kommen. Hängen geblieben bin ich dann letztlich jetzt bei der sogenannten Air-Pocket-Methode, die kennt ihr ja sicher auch, oder Luftsack-Methode im Deutschen. Die finde ich ganz nett, damit komme ich gut zurecht und ich finde, die ist auch sehr interessant deshalb, weil man, wenn man mit einer Pfeife mit größerem Füllvolumen unterwegs ist und mal nicht so viel Zeit zum Rauchen hat, kann man sich auch ein kleineres Päckchen in die Pfeife stopfen. Und hat dann auch beim Rauchen keine Probleme, weil sie ja eben über einem Luftsack und ist ja egal, wie groß der ist, liegt und man dann trotzdem auch eine kleinere Pfeifenfüllung in einer großen Pfeife rauchen kann. Ja. Das war's eigentlich. Ich wollte euch das nur kurz mitteilen, dass Daniel und Ralf, nochmal vielen Dank an euch beide an dieser Stelle, dass mir die beiden sehr geholfen haben damit, dass jetzt das Pfeiferauchen sehr, sehr viel angenehmer ist. Sie hat zwar vorher schon gut geschmeckt, aber es war trotzdem ein bisschen nervig, die immer zu anzuzünden. Jetzt funktioniert das einwandfrei. Wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.